Ein interkultureller Ausbildungstag stand am 28. März bei der integrierten Gesamtschule und Realschule Plus in Ludwigshafen-Edigheim auf dem Lehrplan. An diesem Tag bestand der Unterricht nicht aus dem normalen Stundenplan, sondern war eine Mischung aus Comedy und Information. Wir hoffen eben, dass eben durch solche Aktionen die Schüler auch ins eigene Nachdenken kommen, ihre eigene Vorstellung überarbeiten und dann vielleicht doch nochmal einen Schub mitnehmen für das letzte halbe Jahr, bis sie in die Ausbildung gehen und sich eben auch mit viel Engagement darum kümmern. Wir haben angefangen mit dem Projekt KÜM und wir haben da diese beiden Berufslotsen da und wir haben es gepackt, 45% der Schüler aus dem Bildungsgang berufsreif in den Beruf zu vermitteln. Wenn man überlegt, landesweit sind das 9%, ist ein Riesenergebnis, 45%. Und wir kämpfen jeden Tag, dass wir dieses Projekt bei uns behalten können, dass wir es weiterentwickeln. Es scheitert leider immer an Finanzen, wir kämpfen zurzeit Jahr für Jahr und wir hoffen, dass es einfach weitergeht. Die IGS war die dritte Schule, die an der Aktionsreihe Interkultureller Ausbildungstag der AOK, der Bundesagentur für Arbeit, der IHK Pfalz sowie der Handwerkskammer teilgenommen hat. Der Aktionstag begann mit dem Auftritt des Comedians Osman Zitir in der Turnhalle der IGS. Auch an diesem Tag konnte der Comedian wieder mit seinem Comedy-Programm Comedy macht Schule und einer Mischung aus Spaß, Ernst und Motivation bei den Schülern punkten. Seine interaktiven Anspielungen auf die verschiedenen Nationalitäten sorgten bei den Schülern der IGS Edigheim für einen angenehmen Einstieg in den Tag. So, also Al-Jazeera N24, Beispiel zwischen N24 und Al-Jazeera, also arabische Nachrichten. Bei N24 ist immer so ganz trocken. Ja, meine Damen und Herren, auf der Autobahn A5 ein schwerer Unfall mit drei Leichtverletzten, 500.000 Euro Sachschaden. Oh, ich bekomme gerade eine Einmeldung, in Berlin ist ein Eisberg geboren. Ja, so ganz trocken so. Alter, sehr das mit Temperament. Viel mehr Temperament. Ich habe manchen schon bei dem Mädchen, der Moderator, ich glaube, die suchen auch immer einen raus, der mehr Temperament hat. Der war so. Mann, ist schon eine Mann, da, ab mit der Fahrt! Ich schmeiß die Schuhe an die Kamera. Mit der eher traurigen Anekdote über seinen krebskranken Bruder erreichte Chitia es auch, an der IGS wieder die Aufmerksamkeit der Schüler vollends zu bekommen und sie im weiteren Verlauf des Programms dazu zu motivieren, sich Ziele zu setzen, diese zu verfolgen und niemals aufzugeben. Wie willst du einem Kraft geben, wenn du selber nicht die Kraft hast? Wie willst du einem sagen, du musst mutig sein, wenn du selber nicht den Mut hast? Wie willst du einem sagen, du musst aufstehen, du musst weitermachen, wenn du selber nicht mehr aufstehst, weitermachen? Das macht keinen Sinn. Wenn du willst, dass einer kämpft, dann musst du ihm zeigen, was heißt zu kämpfen. Ich hätte aufgeben können. Das wäre das Einfachste, was es wäre. Aufgeben ist das Einfachste, was es gibt. Jeder kann von euch aufgeben. Aber wer kämpft, der zeigt Charakter, der zeigt Stärke, der zeigt, ob er es wirklich will. Was nehmt ihr mit aus dieser Show? Also wir nehmen viel Erfahrung also jetzt mit, dass wir kämpfen sollen. Da wir mit seinen Geschichten halt auch gekommen sind, wegen seinem Bruder, war auch sehr traurig. Und es ist halt jetzt in mir auch so gekommen, dass ich jetzt mein letztes Jahr und dass ich für mein letztes Jahr jetzt noch kämpfen soll für eine Ausbildung, weil ich es halt irgendwann auch noch bereuen werde, wenn ich es nicht mache. Und das hat uns auch sehr gefreut, dass Osman Abi hier war und halt mit seiner Geschichte war schon traurig, aber es ist eine Lehre für uns, also dass wir aufpassen müssen. Also wir hatten jetzt auch schon mehrere Feedbackrunden, auch mit den Lehrern und das kam richtig gut an. Die Schüler sind motiviert, sie wollen auch unbedingt einen Ausbildungsplatz und den Eindruck, den ich habe, ist, dass der Osman sieht hier wirklich die jungen Leute sehr, sehr gut motivieren konnte. In anschließenden Workshops boten die AOK, die Handwerkskammer, die IHK Pfalz sowie die Bundesagentur den Schülern viele Informationen über die Berufsfindung, ein Bewerbertraining, weitere Informationen zu Berufsbildern und die Erwartungen der Wirtschaft an die Bewerber. Und bei mir geht es einfach darum, den Schülern zu zeigen, was für Wege haben sie nach der mittleren Reife, was für Möglichkeiten gibt es. Sprich Ausbildung mit den ganzen Fortbildungsmöglichkeiten, was wir gerade gesehen haben, oder weiterführende Schulbesuch, wie es da weitergehen könnte. Und da bin ich jetzt einfach dabei, weil die ja nächstes Jahr erst aus der Schule kommen, so die Wege aufzuzeigen, damit jeder so ein bisschen weiß, was für eine Orientierung er haben können nächstes Jahr. Aktionen wie der interkulturelle Ausbildungstag sollen den Schülern dabei helfen, frühzeitig einen Berufswunsch zu verfolgen und sich mit Engagement und Durchhaltevermögen einen Ausbildungsplatz nach dem Schulabschluss zu sichern. Also es läuft alles sehr gut. Der Herr Chiti hat wieder eine super Show gemacht. Ich hatte jetzt schon den ersten Workshop und habe die Schüler auch befragt. Und die Schüler haben dann auch zu mir gesagt, dass sie aufgrund der Show sehr motiviert sein werden und dass ihnen das sehr gut gefallen hat, dass es sehr spaßig war, aber auch sehr emotional war.
Ja, also ich denke, das läuft alles wunderbar. Jetzt haben wir schon den zweiten Workshop und dann kommt noch der dritte. Und ich denke, das wird eine sehr schöne, runde Veranstaltung. Wie ist Ihr Rückblick auf die bisherigen Veranstaltungen an den anderen Schulen auch? Gleiche Resonanz. Also die Schüler waren begeistert, die Lehrer waren begeistert, wenn auch Leute aus der Politik da waren, Bürgermeister, Landräte, die waren auch alle begeistert. Also wir sprechen offensichtlich nicht nur die Jugendlichen an, auch die Erwachsenen. Und ich denke, das ist wirklich sehr schön.